Hallo, meine eiersuchenden Betörungstänzer und herzlich willkommen zurück zum weiteren Lauschig-Rütschen hier bei Stardew Valley. Ah, der Frühjahrsputz. Irgendwie freue ich mich da drauf. Ja, weil du weißt, dass ich ja alles in Ordnung halte, ne, meine Liebste? Ein Knuddeldi und Küssi für dich. Jeden Morgen natürlich. Zusätzlich gibt es hier jeden Morgen noch eine schöne Melone für dich zum Schnabulieren. Oh, danke dir, ich stehe total auf sowas. Ja, das hoffe ich doch. Deswegen mache ich das ja auch. Nee, ich will den Fernseher nicht. Nein, lass den mal da stehen. So, Wetterbericht für morgen. Oh, morgen wird es regnen. Nee, nicht so gut. Heute haben wir ein wenig extra Glück. Oh, yeah. So, meine Damen und Herren, dann gehen wir mal hier raus. Was haben wir denn hier Feines? Hier ist noch alles laufen, fluschen und flutschig. So, wie sieht's denn hier aus? Oh, Frankie, dieses Rezept von mir hat den ersten Platz in einem Kochwettbewerb gewonnen. Ich hoffe, es gefällt dir. Danke, dass du ein Freund von mir bist. Eis! Haha! Können wir selber Eis machen? Oh. Hallo, Frankie. Ich würde gerne jemanden mit einem Geschenk überraschen. Ich bin ein großer Fan von Lauch. Könntest du mir einen bringen? Omas Geschenk. Bringe Evelyn einen Lauch. Lauchi, Lauchi, Lauchi. Oh shit, den habe ich an dem einen Tag, wo wir die Folge gemacht haben, verkauft. Verdammt. Oh. Hab mich übrigens wieder mal nicht vorbereitet. Irgendwie wieder mal nicht vorbereitet. Wie immer gehe ich unvorbereitet an die Sache ran. Ich wollte nicht den Busch fahren, aber ist egal. Hey Chucky, lass dir gut gehen, mein Kleiner. Ich gehe mal da lang. Oh ja, guck mal. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Gucken wir den da. Honigblau Jazz. Und Honigtulpe. Ich weiß zwar nicht, ob das... Da müsst ihr mir ja sagen, ob der irgendeine Relevanz hat, dass der jetzt so ist. Das würde mich ja schon mal interessieren. Preislich etc. Wahrscheinlich wird es vielleicht einen Unterschied machen. Gut, wir werden eh daraus wieder unser Met brauen. Das ist schon mal Fakt. Und was bist denn du? Merkwürdige Kapsel. Irgendwas Fleischiges bewegt sich in der Flüssigkeit. Okay. Okay. Und wisst ihr was? Weil man macht es so, wenn man außerirdische Sachen entdeckt, bringt man die zu sich nach Hause und stellt die sich in die Küche. Hier dazwischen, dann kannst du dich hier schön wohlfühlen. Dann viel Spaß dir, mein Freund. Willkommen bei uns. Falls du unser Gesicht fressen möchtest, kein Problem. Kannst du einfach anfangen. Ich würde sowas niemals anrühren, in echt. Vertraut mir. Eins. Guck mal, zwei. Drei, vier. So, ich glaube, mit Kiefernteer konnten wir auch irgendwas Interessantes herstellen. Warte, irgendwas wollten wir mit Kiefernteer, ganz wichtig. Schleimpresse ist ja klar. Das müssen wir, müssen wir auch nochmal machen für Sommer, wegen dem Sommer-Dings. Irgendwas war mit dem Kiefernteer. Schwache muss ich nicht meinen. Stellt Gesundheit vollständig wieder her, aber da steht 200. 90 Gesundheit nur. Irgendwas war? Mit dem Kiefernteer. Irgendwas wollten wir. Das ist ja klar, das ist klar. Genau, der Webstuhl war das. Ja. Ich glaube, den Webstuhl wollten wir machen, ne? Genau. Jetzt haben wir es da. Sehr schön. Haben wir zumindest mal was dazu bekommen? Komische Dinge gehen hier vor. Oh, ich habe heute erfahren. Also, wo ich die Aufnahme mache, ist ein Tag vorher wieder, wie immer, ne? Habe ich erfahren, dass von meinem einem Lieblingsspiel, also ich muss sagen, Stardew Valley ist ein geiles Spiel, aber ich habe ein besonderes Lieblingsspiel. Und das nennt sich Wong Tales. Davon habe ich auch eine Let's Play-Reihe gemacht. Es ist so mein Favorite Game 2023 gewesen. Habe ich auch so nominiert. Also ich glaube, viermal habe ich es nominiert bei den Awards. Denn was ich an dem Spiel halt toll finde, ist, er vereint viele interessante Komponenten, die mich halt super interessieren und hat mich auch in die Sparte halt reingebracht, so ein bisschen.
RP-Strategie-Ding. Oh! Die Laxibären sind wieder da. Sehr gut, dann können wir... Wow, drei sogar. Dann können wir jetzt nämlich die ersten Sachen erledigen. Dann geht's los. Wir brauchen nämlich 50. Und du bist ein Lauch. Sehr schön, da haben wir noch was für die Oma Evelyn. Freu ich mich. Dann können wir nämlich das nächste Ding endlich mal wieder erledigen. Ah, Mensch, so funktioniert das doch. Alles doppi-doppi. Ja, dann ist halt so weit wie möglich, wir müssen natürlich 1000 investieren, dass der hier wieder funktioniert. Dann können wir nämlich den nächsten Ort bereisen. Und dann gehen wir nämlich wohin, wo es sehr interessant wird. Sollen wir aber erstmal nochmal gucken, wie war denn das? Hatten wir nochmal einen Geburtstag gehabt oder war jetzt erstmal wieder Pause? Genau, jetzt war Pause. Hey Maus, was machst du hier? Wo ist denn Oma Evelyn? Oh, die ist ja da. Guck mal, passt ja sogar. Evelyn! Ach, ich danke dir recht herzlich. Dieser Lauch sieht lecker aus. George wird sehr glücklich sein. Er liebt es, wenn ich Eier mit Lauch zum Frühstück mache. Ja, aber dafür doch nicht. What the hell? Dafür 500? Also, Evelyn, du übertreibst es doch mal wieder. Ach, die Evelyn. Ja, es freut mich halt. Das ist gerade so eine positive Nachricht, weil das ja dann auch nochmal weitergeht. Und da freue ich mich schon tierisch darauf. Da gibt es nämlich ein DLC dazu. Für mich steht schon fest, das Date hole ich mir auf jeden Fall. Weil dann wird der nach Let's School der erstmal weitergehen. Weil ich wollte erstmal versuchen, nicht auf mehrere Slots zu gehen und auf die zwei zu bleiben. Und dann wird er halt bei, dann wird er auf den 17 Uhr Slot erstmal, der dann kommen, War Tales. Und da habe ich schon richtig Lust drauf. Da freue ich mich, weil da werde ich auch noch mal ein bisschen vorher offline dran setzen. Ich habe ja da schon ein langes Let's Play. Hunderte Folgen, glaube ich, waren das. Teilweise mit Stundenaufnahmen. Und, das wird toll. Das wird so toll wieder. Ja, noch ein zweites Spiel dazu. Let's Cool macht Spaß, ist cool. Ich glaube aber schon, dass ich jetzt schon teilweise an der Grenze bei Let's Cool herankomme. Das ist jetzt nur noch dann hauptsächlich forschen und den Zimmer setzen. Da habe ich, glaube ich, kriege in 1 bis 2 Wochen ist das Spiel durch. Ist meine Vermutung. Ist ein tolles Spiel. Hat für mich genau diese Ernsthaftigkeit, die ich halt mag. Bei solchen Spielen. Aber ich glaube, da muss noch ein bisschen was gefeilt und gemacht werden. Denn bestimmte Sachen, ja. Also man hat am Anfang kurz ein Probablemchen gehabt. Und dann bist du aber ganz schnell rausgekommen. Und ich glaube, wir sind jetzt also bis in der Samstagfolge. Da läuft das richtig, richtig gut. Und auch, dass man nur so 3 Klassen, also bis zur 3. Stufe hat und irgendwie kommt man nicht in die Oberschule so richtig rein. Wundert mich so ein bisschen. Aber ich glaube, da wird nochmal was kommen. Und aber auch sicher an sich freue ich mich schon, das noch ein bisschen weiter zu spielen. Ich habe jetzt normalerweise nicht gespielt, weil ich aber auch vorproduziert hatte. Und das werden wir dann auch, werde ich auch jetzt dann die Tage wieder weiterspielen. Werde wieder ein bisschen vorproduzieren. Und wenn ich dann durch bin, bin ich halt durch. Ist halt so. Wir werden jetzt erstmal die 50 hineinbringen. Und dann holen wir noch die 10. Und dann, glaube ich, fehlt da noch irgendwas. Fehlt da noch. Glaube ich hier. Ne, ich glaube, zweimal hat es gefehlt, ne? Hast du einmal hier die 50 drin, ne? Futter jetzt nicht. Kinder hat noch 10, genau. Also kannst du erstmal hier die 50 investieren. Bündel komplett. So, was kriegen wir denn da raus? Oh, nochmal 3-mal Zapfhahn. Sehr schön. Jetzt holen wir noch das, dann haben wir das nämlich fertig. Das hier muss ich übrigens kaufen. Das kann ich, wobei muss ich nicht kaufen, das kann ich noch herstellen. Dann haben wir das nämlich auch bald fertig. Ich brauche eigentlich nur die 3 Äpfel, sind gerade das Problem. Ich Pech habe, kriege ich die erst nächstes Jahr. Es sei denn, die verkauft sie endlich mal. Die 3 Äpfel, das wäre halt ultimativ, wenn wir die endlich verkaufen würden. So, holen wir mal noch schnell die anderen 10. Dann machen wir nämlich den nächsten Bündel fertig. Dann haben wir auch mal da wieder ein bisschen vorankommen gehabt. Müsste jetzt eigentlich schnell gehen. Ich glaube, 2 Büsche und dann haben wir es. 2 Büsche und dann sind wir fertig. Und dann haben wir 2 Bündel wieder erledigt. Bewegen wir uns da auch näher dran. Ah, nee.
Ich sehe, ich habe verwechselt. Da hinten gab es die ja nicht. Die gab es ja hier unten. Aber was ich gerne mal testen wollen würde, kann ich hier auch so einen ransetzen? Gucke mal. Gibt es sozusagen auch Saat davon? Na, warten wir mal ab. Ich glaube, nee, warte mal, die waren uns auch immer damit. Na, egal. So, guck mal, dann weiß ich, oh, hier ist aber richtig geht's los. Richtig wichtig, lalalala, Bärchis. Lachsbeeren. Lachsbeeren, gibt's die auch, jetzt, also da will ich wirklich Ahnung, kenne ich jetzt so nicht Lachsbeeren. Hat die schon mal jemand gegessen? Oder sind die überhaupt existent? Ich kenne Brombeeren, Blaubeeren, Himbeeren, also da gibt es eine ganze Menge Arten, aber ich weiß jetzt halt nicht, ob es die auch die Lachsbeeren halt gibt, ne? Das stellt sich ja für mich gerade so ein bisschen die Frage. Ja, wenn es die auch noch geben würde, wäre schon interessant. Dann würde ich auch gerne mal wissen, wie der Geschmack von denen ist. Mal Lachsbeeren. Also wenn der zur Richtung Fisch ist, weil tendenziell auf Lachs anvisiert, dann wäre das, glaube ich, nichts für mich. Also ich esse gerne Fisch, aber als Beere, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So. Ich bin immer noch so hyped hier auch in diesem Spiel unterwegs. Das ist der Wahnsinn. Und ihr habt ja gesehen, also bei mir geht auch öfters mein Let's Play recht lange. Also ich bin, da das ja wie gesagt für mich einfach so ein Just for Funding ist und es hier wirklich nur darum geht, mir ein bisschen meine Freizeit damit zu genießen und mit euch ein bisschen zu quatschen, brauche ich das nicht so, mich da auf das Beste und Fest, das Krasseste und Wichtigste festzulegen. Ich spiele halt einfach die Spiele, bis ich das soweit fertig habe, bis ich dann sage, okay, das reicht mir. Und hier würde ich gerne, also das Ziel ist, soweit alles zu entdecken, was man entdecken kann, was ich noch nicht habe. Ich glaube, bestimmte Sachen, ich weiß, da oben gibt es noch irgendwie mit dem Hexenbereich weiter, das weiß ich, das habe ich mal gelesen. Ich weiß noch nicht, ich glaube, da muss ich erstmal meinen Hof halt soweit erledigen, ne, und das fertig haben. Ich glaube, mit dem Großvater gab es noch irgendwas an dem Grab nach 3 Jahren, das weiß ich auch noch. Und das hat er, glaube ich, damals schon drinne gehabt. Und, genau. Wir nehmen erstmal alle Lachsbären jetzt hier einmal mit, dann haben wir nämlich eine große Tour hinter uns. Und die könnte man jetzt nur noch mal verkaufen. Wir müssen eh bald dann irgendwann mal nochmal alles vom Umskill wegen halt machen, dass wir das uns dann anpassen und das für uns am bequemsten machen. Jetzt haben wir es ja am Anfang so kategorisiert, wie es für uns am Anfang halt angenehm ist. Ach ja, warte mal. Der Schlüssel... Warte mal. Warte mal. Nee, machen wir morgen. Heute nicht mehr. Mir schon too late. Ich würde gerne nämlich noch mal ins Gemeinschaftszentrum. Und dann gehen wir das mal morgen uns angucken. Weil ich habe gerade was festgestellt. Der müsste doch auch da funktionieren, oder? Guck mal, plötzlich. Ich habe 118 von den Bärschis. Von den Bärskis gesammelt. Also, was auch immer feststeht. Nach Stardew Valley. 6, 7, 8, 80, 100, 200, 300 Folgen. Kommt Starbound. Das ist schon mal fest. Das ist der nächste Schritt, den wir danach gehen auf jeden Fall. Dann werden wir auch nochmal Starbound spielen. Wie gesagt, kenne ich noch nicht. Ich werde es aber höchstwahrscheinlich, damit ihr es auch wisst, wird der Deutschmod wahrscheinlich spielen. Höchstwahrscheinlich, weiß ich noch nicht. Vielleicht würde ich auch mal ein bisschen nutzen, um mich ein bisschen im Englischen zu versuchen. Dann dürft ihr mich aber auch nicht auslachen. Dann versuche ich das nämlich auch auf Englisch. Versuch mir das dann auch. Dann wird es auch oft das passieren, dass ich da mal mit dem Handy da sitze und okay, das Wort heißt das. Was ja auch nicht schlecht ist. Hilft mir auch ein bisschen beim Lernen. Könnte ich ja auch mal machen. Und genau. Also die Planung steht da schon mal. Für den anderen Slot, wie gesagt, was passieren wird, ist im 18 Uhr Slot, dann irgendwann kehrt es auch wieder. 18 Uhr Slot wird dann bei mir passieren, da kommt jetzt das DLC von Warthands, da kommt das DLC von Shadow Gambit und danach gehen wir auch zu Doha 1 rüber.
Du aber, oh, warte mal, ihr werdet schon wissen. Zur Not werde ich das nochmal an euch, werdet ihr es ja auch sehen. So, pass mal, jetzt machen wir hier das rein. Bündel komplett. Nächsten fertig. So, was haben wir da drin? Batterien, sehr gut. So. Das hier ist es halt, ne? Milch und Eier. Ne, siehst du, deswegen wollte ich erstmal Milch haben. Ich brauche Kühe und ich brauche Dings. Das müssen wir jetzt als nächstes angehen. Das ist jetzt ganz wichtig, dass ich das Bündel fertig kriege mit der Freundschaft. Dann ziehe ich auch in der Freundschaft nochmal eine Menge Punkte mit dazu. Und das ist schon sehr lohnend. Dann haben wir das nämlich dann auch ready. Und gibt uns auch nochmal einen sehr guten Plus rein. So. Lachsbären brauche ich jetzt sonst aber weiter nicht mehr. Ne? Ist mich da erledigt. Und ich glaube auch, genau. Und dann würde ich die Dinger erstmal verkaufen. So, rein da. Die verkaufe ich auch. Die anderen nehme ich zur Herstellung. Und plötzlich, du findest ja alleine rein, ne? Nein, warte mal, ich bringe dich gleich rein. Bestehenden. So, bestehenden. Ich mache das immer so, dann ist alles auf jeden Fall safe. So. Komm mal mit, mein Hübscher. Komm mal mit, wie springe dich weg. Ich weiß gar nicht, wer hatte denn den Kanalisationsschlüssel? War das das Ding, was ich vermute? Oder war das nochmal extern? Ich glaube, ich werde den auch nochmal umsetzen. Höchstwahrscheinlich, das weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. So. Rein da. Dann muss ich kurz gucken, was da noch offen bleibt. Nee, passt alles. Sehr schön. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne gute Nacht. So. War jetzt ja nicht unbedingt übelst schwer und dadurch haben wir auch nochmal einen schönen Plus gemacht. Im Frühling Jahr 2 und es regnet leider draußen. Trotzdem einen wunderschönen guten Morgen an alle. So, Wetterbericht. Was sagt er für morgen? Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag und wir haben heute wieder ein wenig extra. Ich muss heute in die Stadt. Arbeite nicht zu hart und ist gut zum Mittag. Aber gerne doch, meine Süße. Ich danke dir. Lass es dir gut gehen. Viel Spaß dir heute. Zweite Wunderfundelnacht. Und weil wir uns immer noch ganz doll lieb haben, schenke ich dir das. Oh, danke dir. Ich stehe total auf sowas. 12 von 14. Yeah. So, warte mal. Jodie, Emily. Die beiden kann ich nochmal beschenken. Oh. Toll. Ganz toll. Warte mal. Habe ich denn überhaupt? Das geht. Aus den Nacken geht gerade nicht. Okay. Oh, Töffis sind fertig. Töffis sind fertig. Töffis sind fertig. Töffis sind auch fertig. Jetzt gibt's wieder ein bisschen Geld, ein bisschen Gold, ein bisschen Gold. Geld. So, dann haben wir zumindest das schon mal erledigt. Nein, ich will keine grüne Bohne essen. Wir sammeln das ein. Alle große wird verkauft. Und das andere alles wird erstmal in die Truhe gepackt. So. Da. Da gibt es nochmal ab und an so ein bisschen extra Loot. Ich glaube, das waren 64, die wir hier brauchen, ne? Von den Dingern. Ah, ist halt die Frage, wie viel wir dafür investieren müssten, um dann normales Feuer herauszukriegen. Das wäre halt jetzt wichtig, ob ich daraus das kriege oder halt nicht. So, dann gucken wir mal. Sehr schön. Dann haben wir auch die Pastinaken ready. Ich habe 47 von den Töppis.
So was, ich jetzt mal versuchen. Wobei die Töpfis halt so viel Wert haben. Ne? Also eigentlich ist es nicht lohnenswert. Die Töpfis haben halt einen extrem hohen Wert. Ich verkaufe die verfolgt. Na komm, wir versuchen es mal. Ein bisschen autark wollen wir ja auch mal sein. Ne? Auch wenn ihr mich dafür ohrfeigen wollt und sonstiges. Aber ich werde es trotzdem mal versuchen. So, wir auf das da rein. Die werden wieder in 4 Tagen sein. Also werden wir die erstmal noch mal, auch gleich nochmal reinballern. Und gucken, was da rauskommt. So, das verkaufen wir aber. Das verkaufen wir, das verkaufen wir, das verkaufen wir, das verkaufen wir, das verkaufen wir. So. Du kommst dahin, du kommst dahin. Und dann werden wir ja sehen. Ach, zumindest kriege ich aus einem wieder ein Feld, aber ich brauche 64. 64 ist schon ein ganz schönes Nimmerle, muss ich sagen. Zumal, wenn du das immer nur ein Feld daraus bekommst, ne? Nee, ich mach das nicht. Ist mir zu doof. Da gehe ich lieber das Geld investieren, weil das ist Glücksspiel. Ich habe darauf keine Lust mehr. Ich werde das nicht mehr machen. Ich mache das partout nicht mehr. Ich werde es jetzt so handhaben, dass ich das ordnungsgemäß mache. So, pass mal auf. Und hiervon machen wir so, dass wir die Hälfte verkaufen nochmal. Genau. So. 64 brauche ich. Ich brauche sozusagen... Oder habe ich noch welche drin gehabt? Nee, na, Kartoffels habe ich jetzt keine gehabt, oder? Nee, gut. Also brauche ich jetzt nochmal 49 muss das sein. Ja, 49. 49 Kartoffelseeds. Und dann passt das. Wenn es jetzt Mittwoch wäre, wäre was anderes. Da wir jetzt mal mitten in der Woche haben und Dienstag, investieren wir das einmal und kriegen es dann wieder. Wie war denn das mit dem Schlüssel von dort? Wie war das? Saat im Angebot. Ja, wenn Saat im Angebot ist, nehme ich mal mit. Genau. Auch mal 49 und dann haben wir die 64 voll. Sehr schön. Oh, ich habe vergessen, das Geschenk für Abigail mitzunehmen. Na egal. So, jetzt reiten wir zurück. Erstmal machen wir den Hof fertig. Wenn wir den Hof haben, gehen wir Geschenke verteilen. So in der Reihenfolge. Gehen wir einmal zum Bürgermeister. Eigentlich müsste der Bürgermeister doch den Schlüssel haben, oder? Ich glaube, dass der Bürgermeister den Schlüssel hat. Hat 6 Tage. Passt. 22. Können wir also nochmal nutzen. So. So. Fertig. Da brauche ich den da. Einmal den. Nein, zurück. Falsche. Richtig. Hinrichten. Ah. Und weiter geht's. Cool, wenn wir dann die ganzen Leute da fertig machen. Ich will auf jeden Fall die Erfolge haben, dass wir alle Freunde drin haben. Dass wir alle auf Freunde sind und die sich alle mit uns glücklich verstehen. So. Bürgermeister. Was ist das da? Die Vorstellung statt hier kannst du unvollständige Lieferungen aus vergangenen Sonderbestellungen sammeln. Collect lost items. Was? Ah! Wir kriegen das wieder. Ist ja cool. Scheidung beantragen? Seit wann geht denn das? Das ist das finanzielle Ding. Also da ist alles cool. Hauptsächlich mit Milch und Eis. Was? Eistee? Hey! Ach, so wegen die erste. Also, die verbleibenden Reste der alten Pflanzen entfernen müssen. Am einfachsten geht das mit einer Sense. Ich habe schon 5 Punkte bei denen. Aber ich weiß gar nicht, wie man den Schlüssel kriegt. Ist hier noch irgendwas, was wir heraussuchen können? Hör mal auf, wenn man. Kommst du morgen Nacht vorbei?
Wenn du das Fenster hinten nimmst, wird das keiner bemerken. Ich würde dich gern öfter sehen. Ich weiß, dass du beschäftigt bist, aber kannst du dir nicht etwas Zeit für mich nehmen? Ich hoffe, dich morgen zu sehen. Mane. Na, Luisa, macht es doch öffentlich. Steht zu eurer Liebe. Meine Jüde, immer dieses. Ach, heile die Welt. Ey, der Duis, zeig doch einfach der Liebe auf ein fröhliches Leben. Guck mal hier, meine hübsche Tänzerin, ich hab da was für dich. Oh, dieses Geschenk ist fabelhaft. Vielen, vielen Dank. Aber gerne doch. Viel Spaß damit und ich gehe mal jetzt darüber, meinen Diamanten noch verschenken. Wir verschenken hier bares Geld an Freunde, aber das mache ich gerne. Oh, du bist so ein Schatz. Ich stehe total auf sowas. 7 vor 10. Ach, ist das schön. Ist das schön. Ich weiß, Abigail ist rausgegangen, ne? Wir gehen nochmal reingucken, ob sie da ist. Aber ich glaube, sie ist rausgegangen. Nee, da ist sie ja. Sehr schön, guck mal her. Oh, ich liebe so Zeugs ernsthaft. Du bist echt super, Frankie. 5 Herzen. Warte mal, wir haben jetzt die alle auf 5. Okay. Genau, Linus wollte ich noch gucken. Linus habe ich noch nicht ready. Linus. Und wir wollten kurz was anderes gucken. Was anderes wollte ich auch noch kurz. Und zwar den Kanalisationsschlüssel. Wir haben ja diesen Dingsschlüssel, ne? Wir hatten. Da. Schädelschlüssel. Den Schädelschlüssel. Der Baum steht übrigens noch, weil ich mit dem nur schlechte Erfahrung hatte. Es ist verschlossen. Wie war denn das nochmal? Weißt du, wie lange das her ist? Es ist übel lange her. Ich habe echt da gar keine Plane mehr, was das war. Wie man das aufgeklärt hat. Aber nicht das auf jeden Fall nicht spoilern. Erstmal noch nicht. Ich werde mich dazu nochmal diesbezüglich melden. Ich werde erstmal noch ein bisschen was versuchen, weil es könnte auch sein, dass es mit der Wüste zusammenhängt. Das weiß ich nicht mehr genau. Und es gibt noch einen Punkt, den ich noch nicht ganz kontrolliert habe. Aber dazu weiß ich immer noch nicht, ob das die richtige Spitzhacke ist. Naja, ich habe ein paar Ideen, habe ich, ja. Die werde ich auch noch nutzen. Die sind noch nicht ganz außen draußen. Jetzt müsste ich mal ganz kurz, ich würde mal zur Mine daher galoppen. Hat bei der Mine noch was gucken. Ja. Ich glaube, dass das so ist, aber ich kann es mir nicht mehr ganz in den Kopf wissen. Irgendwas war das. Hier brauchen wir noch die 3 Äpfel. Und dann brauchen wir noch die, Oh, das ist schön. Frankie, warum bist du hier draußen im Regen? Das Wetter genießen. Naja, du bist bestimmt jemand, der diese düstere Atmosphäre zu schätzen weiß. Was? Ich bin hergekommen, um ein wenig Zeit alleine zu verbringen. Aber ich habe nichts gegen deine Gesellschaft. Dankeschön. Du wirst komplett nass. Komm, stell dich unter den Baum. Ach was, bin es gewohnt. Renn schon den ganzen Tag hier draußen rum.
Es ist unmöglich, dieses Gefühl zu beschreiben, den murmelnden Regenschleier über den ruhigen See zu betrachten. Ja, finde ich auch super interessant, sowas. Was haben wir denn da rausgezogen? Hey, eine Mini-Harfe. Wir können Harfe spielen? Du bist voller Überraschung, Frankie. Ich bin beeindruckt. Wollen wir zusammen spielen? Oh ja. Oh, ist das toll. Das ist eine richtig tolle Sequenz. Hat so ein bisschen Zelda-Feeling gerade. Richtig geil. Die Fische tanzen. Die Glühwürmchen schweben übers Wasser. Welch ein beruhigender Tag. Boah, das war eine geile Sequenz. Die war der Wahnsinn. Wow, Gänsehaut. Gänsehaut. Geil, das ist so geil gemacht. Und auch die Musik, die Melodie dabei, der Wahnsinn. Also das ist richtig schön. So richtig melodischer Regentanz. Jetzt will ich was testen. Ha! Wusste ich doch. Guck mal an. Was? Nee. Was? Nee. Also wir haben schon das nächste Ding geöffnet, nur können wir mit dem noch nicht kommunizieren. Da war auch nochmal irgendwas dabei. Ich glaube, das hat was mit der... Die zwergische Schriftrolle. Die zwergische Schriftrolle. Wir müssen nochmal die 1er Schriftrolle suchen. Magst du das? Oh, das ist ein großartiges Geschenk. Danke dir. Den hatten wir noch nicht auf 5, oder? Nee, den hatten wir noch auf 4. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5. 6 auf 5. Warmer Regen ist doch eine schöne Art, um sauber zu werden. Pragmatischer Typ. Ich mag dich. Sehr pragmatisch. Oh, ich würde einfach den See nehmen. Einfach schön in den See hinein. Und fertig ist es. Fertig ist es. So, warte mal. Wir brauchen, glaube ich, jetzt die Schriftrolle dazu. Wir brauchen jetzt leider... Die 1er Schriftrolle. Weißt du, was wir mal machen? Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wird kurz mal ab der Ebene 10, habt ihr mir ja geschrieben, mal kurz reingehen und noch mal ein bisschen graben und hoffen, dass wir da was rauskriegen. Wenn wir die 1er noch kriegen könnten, das wäre ideal. Weil dann, glaube ich, lernen wir die Zwergensprache. Und mit der Zwergensprache, ich glaube, das ist ein Händler. Ich glaube, das ist ein Händler. Ey, warte mal. Warte mal, warum sieht das jetzt so aus? Aua! Das ist neu! Wann ist denn das so? Okay, ich brauche eure Hilfe. Warum sieht das... Warum ist hier... Was ist passiert? Warum? Was? Wieso? Weil wir in die andere Höhle gegangen sind? Was ist denn los? Hi. Ach du Heilige. Hilfe! Das Skelett hat. Gut, da kann dir was darüber erzählen. Das
denn hier jetzt passiert? Aua. Ja, okay, hier geht's nicht, aber den können wir mal mitnehmen. Okay, das war jetzt ein Special-Ding, oder? War jetzt aber mal nur durch Zufall so. Die brauche ich eh, ich muss wieder neue Dings herstellen. Ich brauche... brauche das andere Ding, brauche ich jetzt sozusagen. Eine Kirschbomb. Warte mal, könnte man nicht hier das so machen? Und der hat dann automatisch auch alle Dinge umgegraben. Ah, ah, ich hab das falsch gemacht. Man, hier hat er nicht alles automatisch umgegraben. Hier sagtet ihr, soll ich immer die Dinger graben, um da ranzukommen? Nee, mach mal so. Ja, wir müssen jetzt die 1er-Spruch, die 1er-Zwergenrolle machen. Gut, da war nix. Ach, du Heilige. Okay. Oh, die Jute ist, da können wir ja mal... Ja, das langgraben. Und dann sehen wir ja, wie es hier weitergeht. So. Oh, Dick, da ist er. Aua! Aua, aua! Da war da mehr als einer. Ihr Hinterhältigen. Okay, das geht dann wohl nicht mehr. Sag mal, könnt ihr mich mal... Ich muss graben! Ja, wir müssen uns echt da mal wieder so einen Tag Zeit nehmen, wo wir dann hier uns wirklich hinstellen und das Ding einfach umgraben. Oh, guckst du, wir müssen einige Höhlenkarotten. Ach ja, wir müssen auch noch eine Höhlenkarotte verkaufen. Nein, das ist die 2er. Die haben wir doch schon. Braucht die 1er. Oh, weh, oh, weh, oh, weh, oh, weh, oh, weh, weh, oh, shit, 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 Mine verlassen. Okay, meine Damen und Herren, plötzlich kommt allein zurück, das weiß ich. Wir müssen jetzt... Ja, doch, wir müssen jetzt so machen, sonst kommen wir zu spät. Plötzlich kommt alleine zurück, das schafft er schon. Das ist eines der intelligentesten Tiere, die es überhaupt gibt. Und wir haben zumindest jetzt auch einiges wieder geschafft. Das ist auch alles schon erledigt. Und wir hauen uns jetzt einfach hin. Wunderbärchen. Auschen schläft schon. So, ab ins Bett. Super, meine Güte, da haben wir ja wieder was geschafft. Also wir haben einfach mal einen sehr interessanten Zwischensequenz. So 9000 haben wir nochmal eingenommen. Ist aber noch nichts, das, was man haben möchte. Kartoffeln bringen, ja, okay. Das Beste ist halt wirklich das Blumenkohl. Nächsten Monat dann haben wir wieder das andere. Da müssen wir dann auf jeden Fall... Ach ja, genau, dafür brauchen wir das. Wir wollten den Beschleuniger holen. Deswegen brauchen wir diesen Kiefernteer, damit wir mehr Beschleuniger setzen können. Wir brauchen 80 Mal den Beschleuniger für den Luxusbeschleuniger, damit wir dann mehr von den Blaubeeren halt herauskriegen. Das war das Ziel. Super, dann war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommis immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder. Dann geht's weiter. Wir werden uns mal darum kümmern, dass wir weiter hier Geschenke verteilen. An Luis, an Linus. Abigail können wir nochmal, dass wir hier auch noch weiter vorankommen. Dann ziehen wir die nächsten nach. Vincent kriegt von uns ein Schneckchen. Und genau, dass wir auch weiterhin alles nachziehen. Und wir alle fertig kriegen. Jetzt haben wir den Zwerg auch noch drin. Ja, könnt ihr ja sagen, was der für Geschenke mag. Würde mich ja mal interessieren. Und ja, ich glaube, wir müssen noch die Zwergenrolle holen, dass wir da dann den fertig machen können. Seht ihr, da brauchen wir... Ah, nee, wir brauchen Eichenharz. Wir brauchen hier Eichenharz. Da brauchen wir Kiefernteer, einen normalen Geschwindigkeitswachs. Aber Eichenharz brauchen wir, damit wir dann den Luxusgeschwindigkeitswachs machen. Aber ich sagte ja, irgendwo braucht man das dafür. Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder morgen, indem ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.